Hi ihr Lieben, mein Name ist Sandra Hunke, ich bin Anlagenmechanikerin für Sanitär, Heiz- und Klimatechnik, also Handwerkerin. Aber was bedeutet für euch das Handwerk? Schwierig und schmutzig oder cool und erlebnisreich? Das werden wir heute gemeinsam erfahren, denn ich werde ein Praktikum machen. Ich weiß aber nicht, wohin es geht, mir wird es einfach nicht verraten. Also lassen wir uns mal gemeinsam überraschen. Ich setze mir die Maske auf und los geht's, würde ich sagen, liebe Freunde. Tschüssi! Morgen! Oh, ist das aufregend! Oh Gott! Komm her, komm her, komm her. Ich hab hier was für dich. Was? Ich höre eine Maschine. Richtig. Friseur. Mehr. Barbiershop. Yes. Richtig. Yeah! Oh, ich bin heute nur unter Männern. Okay, ciao! Am besten hier auf die Seite einmal. Guck mal, ja, ich fühle mich ja richtig so. Wir machen ja eine Schnupperstunde heute, deswegen kriegst du eine Barbierjacke von uns. Sieht gut aus, nee, oder? Also steht mir, ne? Gut, dass wir jetzt eine Installateurin hier haben. Dann habe ich hier ein neues Waschbecken so. Eine Hand wäscht die andere, baue ich mir ein. Aber ich liebe ja, dass hier so die Treppe so. Das du kommst hier rein und denkst so, okay, hier bin ich. Ja, ja, Vogelperspektive, ja, ne? Auf den ganzen so Laden. Geil, ja. Ja, das bin ich. Das bist du. Ich wollte gerade sagen, oh, da ist aber Schnieke. Nee, das ganz ich. Rot. Und jetzt lernen wir, warum die Farben Rot, Weiß, Blau. Weil sie schön aussehen. Das zum einen. Ja. Aber du musst dir vorstellen, damals, während der Zeit der Marine, haben die Leute sich ja auch untereinander frisiert. Die Farbe Weiß symbolisiert die sauberen Handtücher. Das Rot steht für das Blut, was hin und wieder mal vergossen wurde, weil das ja nicht Vollprofis waren. Bei der Rasur. Ah, nein! Und das Blau steht für das Meer. Jetzt gehen wir rein und ich zeige dir so ein bisschen das Handwerk. So macht man das, ne? Ja. Also das ist der Towel Warmer. Da kommen quasi die kleinen Handtücher rein. Riecht aber gut, ne? Aftershave, wa? Also du machst das Wasser auf lauwarm, das warm, würde ich sagen. Die Männer werden ja hier richtig verwöhnt. Ja, siehst du mal. Haben die das denn verdient? Ich finde schon. Haben wir die Hand auf? Ist gut, ne? Toll. Dann machen wir das hier überall drauf. Deswegen riecht ihr alle so gut. Ja. Das ist wie so eine Handwerkerin. Und dann stelle ich das nach Wasser rein. Ne? Ja. Perfekt. Logischerweise, ne? Sehr gut. Ich bin die neue Praktikantin. Genau, das ist safe. Was für einen Schnitt machst du bei ihm? Mache ich einen Multiballast. Also ich hätte mir jetzt eine Wasserwaage genommen, hätte jetzt einen Strich gemacht und hätte dann gekriegt. Dieser Hafen ist zum Beispiel, also finde ich persönlich relativ schwer, weil der Fade ist sehr hoch angesetzt. Also wenn ja, stimmt, so kann er das ja noch nicht lassen. Ne? Genau. Das sieht ja, das muss ja komplett weggemacht werden. Ja. Ne? Hier muss hier ein fließender Übergang rein. Wir sind gespannt. Hier fehlt noch so ein bisschen Spaß. Setzen Sie sich mal hin. Herzlich willkommen. Ich bin die neue Praktikantin. Die neue Praktikantin? Das ist nicht so. Fühlen Sie sich wohl. Aber eine Frau im Barbiershop? Ja. Was? So. So, sitzen Sie gut? Ja, ich sehe schon. Da können wir einiges machen, ne? Bei den Konturen. Am besten nicht so tief rein. Ja. Ne? Eher so ein bisschen natürlich lassen. Parallel zum Haaransatz. Dann einfach runter. Ja. Am besten nimmst du es mit beiden Händen. Warte. Besser ist mit beiden Händen für den Anfang. Echt? So? Mhm. Ist nicht so, wie du da ansetzen willst? So. Genau so. So. Ja. Ja. Oh, jetzt weiß ich, ob ich eine halbe Stunde brauche. Huh? Jetzt halte ich es ab. So. Jetzt spielst du so ein bisschen mit der Maschine rum. Ich spiele. Genau. Du hältst sie so cool, ey. Ich bin auch so cool. Das habe ich doch schon nicht schlecht gemacht. Das hast du gut gemacht, auf jeden Fall. Kamm und Schere. Gehst du rein und da, wo du schneiden möchtest, kippst du die so ein bisschen. Ja. In diesem Winkel entsteht dann der Übergang. Das ist ja voll schwer. Ich kann nur einen Schraubendreher halten, Leute, ey. Was? Da sind doch keine Kanten drin. Na, Quatsch. Das halte ich für ein Gerücht. Okay. Kannst du mal ein Handtuch holen, ein warmes. Ein Handtuch? Kannst du ihn einmal so schön aufmachen. Richtig. Nicht, dass ich ihn hier... Jetzt eine Seite hier drüber und die andere Seite dort drüber.
Ist das so angenehm? Über den Augen. Mhm. So? Genau. Dass auch der noch Luft kriegt. Ja, perfekt. Hoffentlich. Viel Spaß beim Entspannen. Ja, cool, ey. Vielen Dank. Sehr gerne. Und, cool. Wie fandest du es? Mega spannend, weil man ja als Frau hier so gar nicht reinkommt. Mhm. Ich habe den Job also sehr unterschätzt. Ich hatte dir ja so ein bisschen über die Geschichte erzählt, dass es vor 100 Jahren oder so sehr zelebriert wurde. Mhm. Und dass der Beruf halt sehr prestigereich war. Aber durch die Zeit irgendwie, vor 10 Jahren war das halt so, wie du sagst, rein, schnippschnapp. Mhm. Keine zwischenmenschliche Beziehung und sofort raus. Also es ist richtig Handwerk, was hier gemacht wird. Ich lieb's. Danke. Hab's aber voll unterschätzt. Ja. Tatsächlich. Ihr Lieben, das war mein Praktikum in Hajis Barbershop in Düsseldorf. Guckt hier auf jeden Fall mal vorbei. Richtig cooler Laden, richtig geil eingerichtet. Und es hat richtig Spaß gemacht, hinter den Kulissen zu schauen. Ich muss sagen, den Job habe ich voll unterschätzt, um Schere in der Hand zu halten. Ist schon eine echte Herausforderung. Aber ich verstehe jetzt, liebe Männer, wieso ihr so gerne hingeht. Sei euch gegönnt vom ganzen Herzen, so ein Barbershop braucht auch ihr lieben Männer.